Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem weiteren Top-Mod-Video hier auf meinem Kanal. Und ich würde sagen, falls du Bock auf Top-Mod-Videos hast, dann hinterlass dem Video jetzt gerne schon ein Däumchen nach oben. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, auch ein Abo für meinen Kanal. Bevor ich euch diese beiden wunderschönen Traktoren vorstelle, möchte ich mal eben eine Frage an euch richten. Und ich bitte euch auch, die in den Kommentaren zu beantworten, denn ich bin mit den Top-Mod-Videos einfach an einem Punkt, wo ich nicht so richtig weiß, wie es weitergehen soll. Einfach aus dem Grund, weil es gibt kaum noch Top-Mods. Es ist alles irgendwie draußen und das, was, ich sag mal, angekündigt ist, das lässt auf sich warten. Und ich habe aber zwischendurch, wie jetzt zum Beispiel, die Situation, wo ich so einen Mod sehe und denke, das ist eigentlich ganz cool, aber das ist halt nur ein einziger Mod. Und ich finde das immer sinnlos, nur einen einzigen Mod vorzustellen. Natürlich ist das in spezielleren Fall, wie zum Beispiel, wenn man jetzt wie Cosplay zum Beispiel nimmt, wo das Ganze ein bisschen umfangreicher ist und man ein ganzes Video damit füllen kann, macht es durchaus Sinn. Aber einfach nur ein Fahrzeug vorzustellen, halte ich immer ein bisschen für sinnlos. Dementsprechend mache ich immer ja ganz gerne diese Top-Mods, wo dann irgendwie 3, 4, 5, 6 Mods sind. Aber momentan ist eher die Situation, ich finde dann einen Mod und den sammle ich dann finde ich den nächsten Mod, den sammle ich dann und stelle euch das dann viel zu spät vor. Und hier möchte ich einfach von euch ganz gerne mal vielleicht eine Idee oder einfach eine Meinung in die Kommentare sehen, dass ihr einfach sagt, yo Sammy, hast schon recht, sammel die Mods und stell sie dann vor, wenn du 3, 4 Mods zusammen hast oder sag, oder vielleicht sagt ihr auch, yo Sammy, wenn du einen coolen Mod findest, dann stell den vor und ja, und das nächste ist natürlich Wiederholung, was das angeht. Irgendwann ist halt der Punkt, wo man schon gefühlt jeden Traktor in irgendeiner Form vorgestellt hat. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel den IMT jetzt einmal vorgestellt habe, soll ich den denn vielleicht bei der übernächsten Version nochmal vorstellen oder sagt ihr einfach, jo, du hast den einmal vorgestellt, reicht. Wobei man natürlich auch immer an die neuen Zuschauer denken muss, die das Video vorher nicht gesehen haben und vielleicht durch ein weiteres Video auf den IMT dann aufmerksam werden. Also den IMT jetzt einfach hier, weil er hier ist als Beispiel. Schreibt das gerne in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Das würde mich bei meiner Entscheidung, wie ich mit diesen Top-Mods weitermache, ja, helfen. Bei der Entscheidung, weil ich gerade einfach so, ich bin da gerade wirklich lost und weiß nicht, wie ich damit weitermachen soll. So, wir haben zwei Traktoren, einmal ein IMT, einmal ein John Deere 8000er Serie, die ganz alte 8000er Serie. In ganz cool, warum ganz cool, kann ich euch gleich zeigen. Ich würde sagen, wir fangen links an mit dem guten Ostmodell IMT. 5170 Deluxe mit einem Mercedes-Motor, 6-Zylinder, so wie es aussieht, also zumindest ein V6, jo, V6. Und hier haben wir IMT 5220, also das größere Modell in dem Fall. Warum größer, sehen wir gleich. Erstmal optisch. Vollkommen okay, sieht ganz gut aus, texturtechnisch ist okay, kann man nicht meckern. Auch von innen, wenn wir uns mal reingucken, sieht ganz nett aus und alles, was zumindest wichtig ist, ist auch animiert. Also hier die Armaturen, Lenkrad und so, Gaspedal, das ist alles animiert. Bei dem kleineren Modell, in dem Fall diesen hier, ist nur der von jetzt aus zu sehende linke Auspuff, also Beifahrerseite, mit Rauchschwaden bestückt. Bei dem größeren Modell sind beide Auspuffe mit Rauchschwaden bestückt. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Soundcheck, bevor wir uns den im Shop angucken. Und natürlich wichtige Informationen aus der Regie am Rande. Alle Infos, aber auch die Download-Links, die jetzt zu diesem Zeitpunkt aktuell sind, sind in der Videobeschreibung verlinkt. Let's go, Soundcheck! So ist er, der andere klingt genauso und hat halt einen Auspuff mehr, so gesehen, also der Auspuff ist animiert. Mehr, das wollte ich sagen, wir gucken uns den Ganzen im Shop an.
zu finden unter Fahrzeuge, mittelgroße Traktoren. Da passt er auch meiner Meinung nach ganz gut hin. Für 32.000 Euro ist er relativ günstig, wenn wir raufklicken, standardmäßig, ohne dass wir irgendwas machen. 170 PS manuelles plus Laschschaltstufengetriebe. 300 Liter Diesel, fährt 35 km/h, sind 40. Wiegt 6,2 Tonnen. Reifenhersteller haben wir Mietos, Vredestein, BKT und bei Mietos haben wir zur Auswahl Standard, Breitreifen, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung beide, also beidseitig. Ja, und das war's. Frontgewicht haben wir Standard bis zu 330 Kilo in kleineren Schritten. Und dann haben wir noch einen Feuerlöscher. Das ist ein kleines, nettes, süßes Deko-Objekt. Mal gucken. Wo haben wir ihn? Ja, hinten rechts, da so versteckt. Und Motorausführung haben wir 5170 mit 170 PS und 5210 mit 210 PS. Und wie gesagt, ja, also optisch sieht da halt ein bisschen anders aus, minimal. Und wir haben, der zweite Auspuff ist auch animiert. Das Ganze kostet so, also wenn wir jetzt mal hier alles krass reinkonfigurieren, alles was Geld kostet, sind wir bei 44.260 Euro für einen 210 PS Schlepper, der tatsächlich ganz gut aussieht, auch klangtechnisch ganz okay ist und ein bisschen was auf dem Kasten hat. Ist okay und ich finde gerade, weil es bei diesen Osttraktoren echt relativ schwierig ist, dort wirklich schöne Fahrzeuge zu finden, die sind alle sehr in die Jahre gekommen teilweise, die Mods. Ist das tatsächlich eine sehr schöne Abwechslung, dieser Mod, weil der hat, ich finde, der sieht halt wirklich richtig gut aus. Also für das, was er ist. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rüber zu seinem großen Bruder aus der USA. Einmal der 8110 mit. Das sieht so ein bisschen 3D animiert aus. Ist das 3D animiert? Sieht zumindest so aus, ne, der Schriftzug. Und bis hin zum 8410. 8410 hatten wir damals bei uns auf dem Hof stehen, als wir noch das Lohnunternehmen hatten damals. Zusammen mit ganz vielen 7810. Nicht mit der Reifenkonfiguration. Ich wollte euch nur zeigen, was möglich ist. Man kann ihn, da, und das ist jetzt das Schöne, man kann ihn US, aber auch europäisch konfigurieren. Mit allen möglichen Schnickschnack, was man braucht und so auch nicht braucht. Hat einen dicken, fetten Auspuff. Optisch ist er... Ich muss leider sagen, okay, er sieht nicht überragend aus, man sieht, er wurde ein paar Mal konvertiert, aber es ist aktuell zumindest meiner Meinung nach so das beste Modell, also der beste Mod von diesem Modell. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal in dem großen mit den kleinen Rädern ein und machen einen kurzen Soundcheck. Während der EMT zwar nicht sonderlich spektakulär, aber nicht Standardklang, klingt der hier doch sehr, sehr standardmäßig. Und ja, fährt 50 km/h. Ich würde sagen, das Besondere, was wir bei dem sehen, ist im Shop. Auf eine Sache möchte ich den gleich nochmal optisch eingehen, wenn wir im Shop fertig sind. Wir gehen jetzt aber erstmal in den Shop. Auch dem finden wir unter mittelgroße Traktoren, was meiner Meinung nach passend ist. Weil wir haben hier Traktoren bis 330 PS. In diese Leistungskategorie passt der rein im vorigen Teil, aber auch bei anderen Modern wäre der wahrscheinlich unter den Großtraktoren gelandet. Aber die Großtraktoren sind ja in diesem Spiel halt wirklich eine ganze Ecke größer als das gute Stück hier. Standardmäßig erstmal 80.000 ist, ja, ist, also... Man hat diesen günstigen Preis halt gewählt, weil es ein, ja, so gesehen alter, gebrauchter Traktor ist. Er ist ja trotzdem immer noch ein bisschen zu teuer, minimal, aber ich sag mal, rein spielerisch ist das komplett okay. Die 80.000 hat man doch relativ schnell verdient und kriegt dafür dann doch einen großen, starken Traktor. Standardmäßig, wenn wir nichts machen. 180 PS, Laschschaltgetriebe, was tatsächlich ein bisschen nervig sein könnte, zumindest wenn das Getriebe halt Auswirkungen auf die Kraftübertragung hat, was es standardmäßig zumindest im LS22 nicht hat. Da kann man auch im höchsten Gang flügen.
125 Liter Diesel halte ich für ein bisschen wenig, fährt 50 km/h und wiegt 7 Tonnen. Reifenhersteller haben wir Trelleborg, Michelin, Continental, was tatsächlich so damals bei uns auf dem Hof die Marke war. Also Trelleborg und so hatten wir nie, wir hatten eigentlich immer Continental-Reifen. Mieters, BKT, Fredestein, Nokian, Tribes und bei Trelleborg haben wir zur Auswahl Standard. Standard mit Radgewichten, Breitreifen mit Radgewichten und das finde ich tatsächlich, wenn wir jetzt mal hier gucken, ja, also wir bekommen auch einen anderen Radabstand, sehr interessant und das sind halt wirklich dicke, fette Schlappen, ne? Denn als nächstes haben wir Zwillingsbereifung hinten. Dann haben wir Standard 2. Standard 2 ist quasi alles, was wir gerade hatten, nur mit diesen Mini-Reifen, die wir so aus Südamerika eher optisch kennen, wo ich mich aber ehrlich gesagt frage, warum? Es macht einfach irgendwie gar keinen Sinn. Also aus meiner Sicht und aus meinem Wissensstand heraus. Dann können wir hier weiter durchtrudeln und merken, dass wir ja keine Doppelzwillingsbereifung haben. Auch, okay, interessant. Dann haben wir optionale Front. Aktuell gar nichts. Und dann haben wir Box, was auch interessant ist. Hier können wir so einzelne Saatgutsäcke, wenn wir den, zum Beispiel den Mod haben, reinpacken oder irgendwas anderes. Dann haben wir einen Frontkraftheber ohne Hydraulikanschlüsse und ohne Zapfwelle. Aber immer ein Fronthydraulik. Ein Gewicht, und zwar das US-Gewicht und das EU-Gewicht. Dann haben wir Verglasung Standard. Verglasung 1, also etwas dunkler. Verglasung 2, so richtig dunkel. Und Verglasung 3, das ist so ein bisschen bläulich. Was für ein Unterschied diese Verglasung macht, werde ich euch gleich nochmal zeigen. Wir haben einmal hier Standard und dann haben wir Verglasung 1. Wir haben beides gerade draußen stehen. Verglasung 2 sieht jetzt so, ja, wer es mag, für den sieht es cool aus. Ich rein spielerisch macht es aber gar keinen Sinn, das zu nehmen. Warum, zeige ich euch gleich. Dann haben wir seitliche Blinker. Hier geht es um diese, ja, diese wunderschönen US-Blinker, wenn man Zwillingsbereifung dran hat. Vordere Kotflügel können wir nur machen, wenn wir hier die normalen Traktorreifen vorne haben. Und dann haben wir hintere Kotflügel. Haben wir auch hier, guck mal, ja, hier, aber keine richtig breiten, sondern nur diese kleinen. Davor haben wir Lichtstil 2, und zwar einmal Halogen, so ganz standardmäßig aus den 90er bzw. 2000ern, aber wir können auch auf LED umrüsten. GPS, also hier oben den Starfire-Empfänger, können wir rein konfigurieren. Rundumleuchten haben wir links, rechts, beide. Und Motorsführung haben wir von 8110 über 8210 bis hin zum 8410 mit 261 PS. Wir haben keine Tuning-Variante, was ich tatsächlich in dem Fall ganz angenehm finde. Wobei, ich sag mal, eine 8410-Chip-Tuning-Variante wäre okay, wenn sie im realistischen Rahmen wäre, also so um die 300 bis 320 PS wäre drin. Und ja, Kennzeichen hat er auch übrigens, der IMT hat auch ein Kennzeichen. So. Wir sind jetzt hier durch die dicke, fette Motorkonfiguration, die nichts kostet, immer noch bei 86.000 Euro. Wenn wir jetzt hier richtig dicke, flatte Reifen ranmachen würden, dann wären wir zum Beispiel bei 95.000. Also über 100.000 Euro zu kommen, wird tatsächlich relativ schwer. Motorkonfiguration, dass man die jetzt kostenlos macht, also finde ich jetzt nicht ganz so cool. Hat den einen wird's gefallen, den anderen nicht. Ich für meinen Teil sag, der kann schon ein bisschen mehr kosten, wenn der auch mehr Leistung hat. Gut, so viel dazu. Dann wollte ich nochmal eben auf das Thema Scheibentönung eingehen. Wie gesagt, das hier ist die leichte Scheibentönung. Diese hat gar keine. Wir setzen uns mal rein und sehen auch, wir gehen mal eben aufs Innere ein. Sieht auch ganz gut aus, Decke sieht gut aus, Lenkrad sieht gut aus. Man hat eine tatsächlich eine relativ gute Sicht, weil wir keine Armatur vorne haben. Also keine, keine Armaturen. Sonst rein optisch ganz okay und wir sehen halt, ja, sind halt durchsichtige Scheiben. Wenn wir jetzt aber einsteigen in den mit der leichten Tönung, den sehen wir, es ist schon deutlich dunkler. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie dunkel es eigentlich ist, wenn es wirklich richtig
dunkel ist. Also wenn wir die richtig schwarze Tönung haben. Ob das so cool ist, weiß ich nicht. Denn eine weitere Sache, auf die ich fast nicht eingegangen wäre, wäre es mir nicht durch Zufall ins Auge gefallen. Wir können mit der Maus einmal hier die Tür öffnen. Ja, so auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu. Und wenn wir beide Maustasten gedrückt hatten, können wir das Lenkrad ranziehen und für uns positionieren. Ist ganz angenehm, dass man das so machen kann. Ja, finde ich ganz schick. Eigentlich ein ganz, ganz schicker Mod. Gefällt mir relativ gut. Und ich würde sagen, wie gesagt, Däumchen nach oben, Abo für meinen Kanal, falls du Bock auf Topmod-Videos hast, schreib ganz gerne deine Meinung zu meiner Frage in die Kommentare. Und dann sehen wir uns dann in den nächsten Videos wieder. Vielleicht findet man sich auch mal wieder eine schöne Map, die man vorstellen kann, oder vielleicht kommt auch mal was ganz Neues raus. Wir sind ja immer noch gespannt auf Terra Life, wobei es wird jetzt normales Meist Plus angekündigt, obwohl ja Terra Life das fortgeschrittene Meist Plus sein sollte. Ich bin da total verwirrt. Mal gucken, was da kommt. Bis dann. Danke und ciao.